Grüß euch! Es ist Adventzeit und das ist auch die Zeit, in der früher gefastet wurde, so wie vor Ostern. Und ich blende das nachher auch ein, wer sich dafür näher interessiert. Aber ich finde, es genügt auch ein Blick hinaus in die Natur. Es ist kahl geworden. Es gibt noch Gras, es gibt noch Cola-Kraut, aus dem werde ich mir jetzt ein Graswasser holen. Und es gibt Sanddorn und es gibt Hagebutten in meinem Garten. Es gäbe auch noch Wurzeln, davon aber auch nicht mehr so ganz so viele. Ich nehme euch jetzt mit in den Garten und zeige euch dann, wie ich mein Graswasser mache. Bis gleich. Da ist noch etwas Cola-Kraut. Minze ist leider schon aus. Das riecht schon ganz kräftig in meinen Händen. So, und da vorne ist unser Wildbeet. Da ist auch Salbe. Da hole ich mir jetzt noch Gras dazu. Ich hole mir natürlich ein wirklich schönes Gras. Und jetzt zeige ich auch gleich unseren Hagebuttenstrauch und den Sanddorn. So, jetzt habe ich mein Gras. Das Gras schneide ich allerdings durch, egal welcher Mixer, ob das jetzt einer von Vitamix oder von sonst einer großen Hochleistungsfirmenhersteller wäre oder hier den Thermomix, den ich gerade verwende. Beim Gras ist es so, dass sich das Gras um das Messer wickeln würde und gar nicht zum Schneiden käme. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Deswegen schneide ich das Gras in kürzere Stücke. So. Und gebe etwas Wasser dazu. Nicht zu viel. Da ist noch ein dunkler. Ich habe das Gras natürlich aussortiert. Ein Gras, das nicht so schön war, weggegeben. So, und jetzt einfach kurz einschalten. Das Ganze ab. So. Ja. Ein kleiner Löffel. Das kommt aus dem Kompost. Prost. Und sollte es nicht gut schmecken, dann nicht trinken. Schmeckt's gut, dann trinken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich auch über das Abonnieren. Servus!